So, servus Leute, willkommen zurück bei einem neuen Shisha-Wege-Video. Ich teste heute wieder mal ganz spontan einen neuen Tabak für euch. Und zwar geht es heute um den Capital Bra Tabak Melodin. Sollte euch das Video gefallen, gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen und jetzt viel Spaß nach dem Intro. Wie viele von euch wissen, wollten der Warren und ich ja eigentlich nicht den Capital Bra Tabak testen, aber es lag eher daran, dass wir ihn nicht kaufen wollten. Der liebe Magnus von Shisha-Süchtigs, übrigens ein YouTube-Kanal, den verlinke ich euch mal unten in der Beschreibung, hat uns aber einen Shot zugeschickt und macht es somit möglich, dass wir das Ganze mal für euch testen dürfen. Er hat uns von Melodin einen Shot zugeschickt, das soll ein roter Bärenmix mit Eis sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze schmeckt. Nochmal vielen, vielen Dank an Magnus, dass der das möglich macht. Und ich würde sagen, wir schauen uns als erstes mal Schnitt und Feuchtigkeit an und danach den Kopfbau. So, Leute, wir packen als erstes mal den Zipper aus und schauen uns mal den Tabak an. Also jetzt geht es wirklich darum, mal zu sehen. Da ist leider ein kleines bisschen aufgegangen, Magnus, aber ansonsten war das alles wirklich top. Ja, wir wollen uns mal angucken, wie die Tabakqualität so ist. Und dafür holen wir hier mal den Tabak aus dem Zipper und packen den mal auf den Tisch. So. Erster Eindruck, gar nicht mal so feucht. Also gut feucht ist er schon, aber er ist nicht übertrieben feucht. Schön fein geschnitten das Ganze. So, wir gucken uns den erstmal an. Den Rest hole ich dann raus. Also schön fein geschnitten auf jeden Fall. Ich verteile das mal. Dann seht ihr das schon so ein bisschen. Sollte sich also sehr, sehr angenehm bauen lassen, das Ganze. Ja, vom Schnitt und von der Feuchtigkeit auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Vielversprechend, hier sind so ein paar kleinere Ästchen, aber abgesehen davon, also ich kann die mal hier zur Seite legen, da ist eins und hier war irgendwo noch so ein kleines, aber auf jeden Fall nichts, was uns irgendwie im Kopfbau oder so einschränken sollte. Also soweit auf jeden Fall schon mal gut. Ich würde sagen, wir bauen aber erstmal ein Köpfchen. So, dann kommen wir mal zum Kopfbau. Der Magnus hat mir außerdem empfohlen, das Ganze im KS zu rauchen. Er meinte, im Funnel lief der Tabak nicht so gut und deswegen nehme ich mir auf jeden Fall seinen Rat zu Herzen und werde das Ganze jetzt hier mal im KS bauen. Normal baue ich nicht vom Teller, aber da ich mir gerade ja mit euch noch Schnitt und Feuchtigkeit angucken wollte, lag der Tabak halt hier noch drauf. So, das sollte reichen. Ganz locker und flockig rein, dann noch ein bisschen verteilen, ohne großartig anzudrücken, einfach nur gucken, dass ihr alle Lücken schön zumacht und der Tabak einfach schön verteilt im Kopf liegt. Und das soll es auch schon gewesen sein zum Kopfbau. Relativ easy, Apo geht immer super, super fix. Und jetzt machen wir Kohle an und dann testen wir das Ganze mal. So. Da bin ich wieder mit dem Capital Bra Tabak. Der Kopf ist jetzt so langsam angeraucht und so langsam können wir dann mal mit dem Review-Part, beziehungsweise ich will es eigentlich nicht Review nennen, das ist ja mehr ein Ersteindruck. Es ist der erste Kopf, den ich von dem Tabak rauche und auch leider der letzte Kopf, den ich von diesem Shot zumindest rauchen werde. Deswegen auf jeden Fall nur ein Ersteindruck. Nur so, wie das jetzt gerade beim ersten Mal funktioniert hat, kann ich euch jetzt sagen, wie ich das Ganze finde. Aber zuerst nochmal vorneweg, 200 Gramm kosten euch bei diesem Tabak 18,90 € und ist damit nochmal 1 € teurer als Aquamenta und die ganzen anderen Sorten, die letztens schon auf die 17,90 € hochgegangen sind. Wobei mir das sogar schon zu viel war. Und jetzt mit dem Namen Capital Bra dann 18,90 € zu verlangen, ja, es ist langsam einfach ein bisschen zu happig. Also ich meine, der nächste Euro-Schritt und wir sind einfach fast bei 20 € für eine Dose. Und das ist einfach viel zu viel. Ich weiß noch, die guten alten Alvara-Zeiten, ich sage es immer wieder, 13,50 € für eine 200-Gramm-Dose, das hat auf jeden Fall noch geschmeckt. Die 18,90 € sind einfach zu viel. Da müsste der Tabak schon absolut Premium sein, dass sich das noch lohnen würde. Und ich sagen würde, weißt du was, die 18,90 € gebe ich gerne dafür aus, denn der Tabak ist brutal. Schnitt und Feuchtigkeit habt ihr ja im Kopfbau gesehen, da habe ich ja auch schon genug drüber geredet. Ich denke, da muss ich nichts mehr zu sagen. Wo wir aber nochmal drüber reden sollten, ist auf jeden Fall die Rauchentwicklung. Bedenkt bitte, dass wir sonst oft Funnel rauchen und das Ganze jetzt im Mehrlochkopf im KS Apo gebaut wurde. Tendenziell rauchen Funnel einfach besser als so ein Mehrlochkopf und deswegen würde es jetzt wahrscheinlich nicht so abnormale Wolken geben wie sonst. Aber der Magnus hat gesagt,
Digga, im Funnel kam der Tabak gar nicht gut rüber, rauch den lieber am Apo, deswegen habe ich das gemacht. Nichtsdestotrotz, wir schauen uns mal die Wolken an. Er raucht nicht super krass, er raucht aber auch nicht schlecht. Also irgendwo so genau in der Mitte, wie ich das halt bei einem KS-Apo-Kopf erwarten würde. Ja, also haut mich nicht um, ist jetzt aber auch nicht schrecklich, deswegen geht klar. Aber ja, nichts Weltbewegendes auf jeden Fall. Wo wir schon beim Thema nichts Weltbewegendes sind, das ist auch der Geruch für mich. Ich schnapp mir nochmal meinen Teller, ich habe ja keinen anderen Shot hier. Und ich muss sagen, man riecht zwar rote Früchte, rote Beeren so ein bisschen raus, aber es erinnert mich irgendwie eher an so ein Kaugummi, also Süßigkeit, Kaugummi, so in die Richtung und nicht wie jetzt so der klassische Bärenmix, den es gibt. Ich finde, die Eisnote riecht man fast gar nicht raus, also kühl oder frisch riecht der auf jeden Fall nicht. Für mich riecht der sogar fast so ein kleines bisschen cremig. Also irgendwo ist da so eine cremige Note mit drin, woher die kommt. Keine Ahnung, ich dachte eigentlich, dass mit Eis ist wirklich eine Mentholnote gemeint, vielleicht ist aber auch wirklich ein Bäreneis gemeint. Ja, bin ich auf jeden Fall ein bisschen überrascht von. Ich würde sagen, ich nehme noch mal ein paar Züge und dann kommen wir abschließend noch mal zu einem kurzen Ersteindruck vom Geschmack. Und auch beim Geschmack muss ich definitiv sagen, keine Eisnote am Start. Also ich weiß nicht, wo da irgendwie was Kühlendes dabei sein soll. Für mich definitiv kein frischer Tabak. Die Beeren kommen ganz gut, beziehungsweise die roten Früchte, rote Beeren kommen einigermaßen rüber, haut mich jetzt aber auch nicht um und schmecken teilweise manchmal so, als würden die schon ein bisschen rumstehen. Also sehr, sehr überreife Früchte, würde ich sagen. Ist aber jetzt nicht schlecht. Aber ich muss einfach abschließend sagen, für 18,90 Euro würde ich definitiv viel, viel mehr erwarten. Und so wie der Kopf jetzt ist und wie er gerade schmeckt und wie er raucht, muss ich auch sagen, würde ich mir von den Melodien keine weitere Dose holen. Sternebewertung will ich jetzt nicht abgeben. Das ist einfach nicht gerecht, wenn man nur einen Kopf und nur ein Setup getestet hat. Mehr geht jetzt leider nicht, aber ich wollte euch auf jeden Fall trotzdem meinen kleinen Ersteindruck von dem Tabak abliefern. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.